Moin. Das ist unverkennbar das bekannte Spiel Looping Louis von MB, das von einigen moralisch fragwürdigen Zeitgenossen auch gern mal als Trinkspiel missbraucht wird. In der alkoholfreien Version ist es für Kinder ab 4 Jahren ausgewiesen und hat eine entsprechend lahme Spielgeschwindigkeit. Das wird auf Dauer langweilig und so gibt es für dieses Spiel elektronische Bausätze, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und zu variieren. Eine Modifikation mit ähnlichem Ziel habe ich vor Jahren auch vorgenommen, aber im Zuge einer Resteverwertung. Anstatt mit Batterien und 3 Volt erhöht ein Netzteilbetrieb mit 5 Volt die Geschwindigkeit deutlich. Die Geschwindigkeit lässt sich mit dem Controller der irreparablen Wechselspur-Autorennbahn stufenlos variieren. Der Controller erlaubt es aber auch, eine von 4 Geschwindigkeiten zu fixieren. Mit dem Lenkrad des Controllers kann hart zwischen der fixierten Geschwindigkeit und voller Geschwindigkeit hin und her geschaltet werden. Wenn man will, kann pro Runde eine Geschwindigkeit fest eingestellt werden oder einer der Mitspieler wechselt die Geschwindigkeit während der Runde und sabotiert die anderen. Der Netzteilanschluss ist ganz einfach parallel zum Batteriefach angelötet. Vor dem Netzteilbetrieb sind entsprechend die Batterien zu entnehmen. Der Schalter ist dazu da, das Spiel wieder in den originalen Batteriemodus mit Originalgeschwindigkeit zurückzuschalten. Tja, so einfach ist das. Vielen Dank fürs Interesse und alles Gute.